Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Huma. Bei mir gibt es Tipps, Tricks und Guides, wie auch den Blatin Guide. Natürlich auch den Blatin Livestream hier auf YouTube. Doch heute dreht sich alles um. Starfield, ja, meine lieben Freunde, Starfield. Heute dreht sich alles um Starfield. Checkt auf jeden Fall auch gerne, wenn ihr Bock habt, dieses Video aus. Das war das letzte, was ich zu Starfield gemacht habe. Und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, würde ich mich mega über ein Abo freuen. Checkt auch gern dieses Video aus. Das ist eines meiner anderen Content zu einem anderen Blockbuster. Und bleibt gesund. Nach dem Intro geht's los. Und wie sage ich immer so schön, Semper Fi. Let's do it. This is the future. Evolution. This is the future. Und damit ein herzliches Willkommen zu meinem kleinen Video für euch da draußen. Fragen und Antworten in der Q&A Entwicklerfragerunde rund um Starfield. Dabei wurden Fragen der Community beantwortet. Doch viel wichtiger sind die Antworten der Entwickler und die möchte ich mit euch jetzt teilen. 16 Fragen der Community wurden in dieser Q&A beantwortet. Im Vorfeld davon berichtete ich hier schon auf YouTube in einem kleinen Video. Wenn du auch weitere Informationen rund um Starfield haben willst, dann lass mir doch gerne ein Abo da und am besten du aktivierst die Glocke, um auch benachrichtigt zu werden, wenn mein nächstes Video online geht. Okay, die erste Frage. Können wir Häuser oder Grundstücke in den Hauptstädten kaufen? Die Antwort ist schlicht und ergreifend ja. Es wird Häuser und Grundstücke in den verschiedensten Städten geben. Diese kann man kaufen oder es werden auch welche als Belohnung für die verschiedensten Missionen geben. Das ist schon mal cool. Können wir unser eigenes Haus skillen, können wir schön chillen, am besten in der Stadt Neon. Zweite Frage. Werden unsere Eltern mit dem Kids Stuff Trade nach unserem Aussehen generiert? Kid Stuff Trade, zur Erklärung für die, die es nicht wissen, das ist ein System oder eine Funktion, wo deine Eltern oder eines deiner Elternteile so ähnlich aussieht, wie du deinen Charakter kreierst. Auch hier ist die Antwort natürlich ja. Man kann die Eltern auch besuchen, doch das wird einen Monatslohn in Höhe von 2% eures Einkommens kosten. Denn ihr werdet ja ein gutes Kind sein und Unterhalt für eure Eltern bezahlen. Nun, für jeden, der Eltern will, macht Starfield es also möglich, ein guter Sohn oder eine gute Tochter zu sein. Es wird auch Bonis, Quest oder auch neue Gesprächsoptionen geben, die alle mit dem Elternhaus zusammenhängen. Wie auch in den vorhergehenden Bethesda-Spielen werden eure Eltern euch ähnlich sehen. Dritte Frage. Wie ist das mit neuen Spielern, die noch nie ein Bethesda-Spiel gespielt haben? Müssen die auf etwas Besonderes achten? Diese Frage interessiert mich persönlich natürlich am meisten, denn ich habe noch nie ein Bethesda-Spiel gespielt. Das wird mein erstes sein, deswegen bin ich mega gespannt. Die Antwort. Bethesda sieht sich selbst als Bauer von einem Sandkasten, in dem jeder Spieler spielen kann. Dabei ist es völlig egal, ob du schon Erfahrung mit Bethesda spielen hast oder nicht. Die Empfehlung der Entwickler besteht darin, das Spiel langsam zu spielen, alles zu genießen und auch alles zu erkunden. Hintergrundgeschichten eures Charakters wird es auch geben. Es wird aber auch eine Hintergrundgeschichte geben, die anonym ist. Großes Fragezeichen. Okay, vierte Frage. Wie funktioniert der Schmuggel und das Cargo-System? Auf das Cargo-System sind sie nicht wirklich eingegangen, aber da mehr auf den Schmuggel. Ist es möglich, Schmuggelware auf dem Schiff zu verstecken und dann später für mehr Kohle zu verkaufen? Die Antwort.
Ihr müsst sogar Schmuggelware an den Sicherheitsschiffen vorbeibringen, um diese in den großen Städten zu verkaufen. Mit bestimmten Ausrüstungen, also Modulen für eure Schiffe, könnt ihr dann die heiße Ware auf eurem Schiff verstecken. Die Wirtschaft ist zwar fix, also gelockt, doch die Preise vom Einkauf sind abhängig von euren Skills, die ihr ausgewählt habt. Fünfte Frage. Wird es ein Gefängnis oder ein Strafsystem geben, wenn wir Straftaten verüben sollten? Die Antwort kurz und knapp: Ja, wenn ihr erwischt werdet, könnt ihr euch entscheiden, ins Gefängnis zu gehen, ein Bußgeld zu bezahlen oder ihr könnt auch euch der Verhaftung entziehen und fliehen. Des Weiteren heißt es, wo es immer einen bewohnbaren Planeten gibt, gibt es auch eine Zivilisation und demzufolge auch Gesetze. Ich gehe davon aus, dass es auch Missionen gibt und Quests geben wird, die uns vor die moralische Entscheidung stellen werden, ob wir eine Straftat begehen oder nicht. Grundlegend meine persönliche Meinung: Ich finde es grundlegend wichtig, moralische Entscheidungen in Spielen sind ein Must-Have. Gerade wenn es um Rollenspiele geht. Der Mass Effect-Epos hat es damals schon vorgemacht und BioWare wurde mit moralischen Entscheidungen der Weg zum Welterfolg geebnet. Sechste Frage. Läuft die Zeit weiter, wenn wir nicht im Game sind? Also wenn wir Mineralien abbauen oder andere Dinge automatisiert haben? Die Antwort: Nein. Nur wenn ihr im Game seid. Kurze Antwort, also während der Arbeit wird nicht geschlafen. Siebte Frage, kann man ein Doppelagent sein? Zum Beispiel für das Freelancer-Kollektiv arbeiten, gleichzeitig aber auch für die UC, um dann denen Geheimnisse zu verraten? Die Antwort, ja. Das soll möglich sein und auch in Missionen eingebunden werden, sodass man sich entscheiden muss, welche Fraktion man infiltriert und welche man verrät. Achte Frage. Ist es möglich, einen kompletten Durchgang zu machen, ohne jemanden zu töten? Die Antwort: Leider nein, wobei es einige Systeme gibt, die eine möglichst friedliche Lösung finden können. Doch ganz ohne Anwendung von Gewalt soll es nicht gehen. Neunte Frage. Frage zur Spiritualität in Starfield. Das Sanctum-Universum, die Erleuchteten und die große Schlange. Wie sind die Hintergründe dazu? Die Antwort: Die Mitglieder vom Sanctum-Universum nennen sich selbst die Universellen und sie glauben daran, dass Gott irgendwo hier im Weltall ist. Unser Gravitationsantrieb ist die Möglichkeit, Gott immer näher zu kommen, um ihn zu suchen und zu finden. Die Erleuchteten sind eine atheistische Gruppe. Diese glauben nicht an Gott, sondern an den Menschen, der all seine Probleme selbst lösen muss. Die Gemeinschaft und die Humanität stehen bei den Erleuchteten im Vordergrund. Und dann das Haus Barun, also diejenigen, die an die große Schlange glauben. Eine Legende besagt, dass eines ihrer Gründungsmitglieder während eines Raumsprungs eine Begegnung mit einem Weltraumwesen hatte, der sogenannten großen Schlange. Diese stellte das Gründungsmitglied vor die Wahl: Entweder ihr folgt mir oder ihr werdet alle verschlungen, wenn ich das Weltall einkreise und verschlinge. Die Entwickler wollten aber nicht mehr dazu verraten. Zehnte Frage. Wie viele Crewmitglieder wird es denn insgesamt geben? Antwort: Es soll insgesamt über 20 Charaktere geben, die eurer Crew beitreten können. Vier davon sind Hauptcharaktere der Constellation, mit denen ihr auch romantische Beziehungen eingehen könnt. Alle werden die unterschiedlichsten Spezialfähigkeiten haben und können somit euch auf die unterschiedlichste Art und Weise unterstützen. Elfte Frage. Die Crewmitglieder, die wir rekrutieren, müssen wir die auch regelmäßig bezahlen? Mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer so eine Frage stellt. Aber okay, die Antwort: Ja, aber nur zu Beginn der Rekrutierung. Danach wird es keine weiteren Kosten geben. Denn die Entwickler sind der Meinung, dass wir viel zu tun haben werden in Starfield und uns vielleicht die Bezahlung unserer Mitglieder wegrutschen könnte. Deswegen haben sie es minimiert. Zwölfte Frage. Werden die Crewmitglieder in der Lage sein, ihre eigenen
Attribute oder Perks hochzuleveln? Antwort: Die Crewmitglieder können nicht selbst hochleveln, aber diese Perks werden sich auf unsere stacken, also unsere verstärken. Das bedeutet, dass unsere Crewmitglieder nicht sich hochleveln können, wir sie aber auch nicht. Doch, dass wir mit der Wahl der Gruppenmitglieder und unseren Talenten echt fiese Dinge anstellen könnten. Also die Wahl der Crewmitglieder für die Mission, ganz wichtiger Aspekt. 13. Frage. Was finden die Entwickler selbst am besten am Projekt Starfield? Die Antwort: Zum einen, dass es endlich losgeht. Aber auch zum anderen, die ganze Zeit mit all den Menschen zu sehen, wie das Projekt wächst und wächst. Und wie bestimmte, erdachte und programmierte Systeme ineinander greifen und endlich funktionieren. Der Entwickler Emil fügt noch hinzu, dass die Stadt Neon einen ganz besonderen Platz in seinem Herzen habe. Denn er liebe das Cyberpunk-Feeling. Und es hat viele, viele kreative Menschen gebraucht, um diese Stadt so herzurichten. 14. Frage. Was hat Starfield und die ganze Entwicklung maßgeblich beeinflusst? Antwort: Die menschliche Geschichte an sich. Denn daran kann man gut ableiten, wie Menschen sich in extremen Situationen verhalten, wie zum Beispiel bei Kriegen oder besonderen Errungenschaften. Das Weltall wird noch hinzugefügt, ist zwei Dinge. Erstens, ein großes Geheimnis und der Ursprung von Wundern. Und zweitens, eine große leere Seite, auf der du deine eigene Geschichte schreiben kannst. Und ihr könnt mit mir gemeinsam am 1.9.19:30 die wunderbare Reise beginnen auf meinem Kanal im interaktiven Livestream. Ich lade euch hiermit recht herzlich dazu ein, damit dabei zu sein, Fragen auch interaktiv zu stellen. Alles, was ich weiß, werde ich gerne mit euch teilen. Also, seid ihr meine Crew? 15. Frage. Was sind eure liebsten kleinsten Details in Starfield? Antwort: Die Raumanzüge, bei denen macht jedes noch so kleine Detail erkennen kann. Bücher, Notizen, alles, was einen Raum mit Leben füllt. Darüber hinaus auch die Voice Actor, das heißt die, die die Texte gesprochen haben. Davon sind beide Entwickler super begeistert. Die Musik und das gesamte Feeling. Ganz, ganz viele Dinge, was sie noch viel, viel länger hätten aufzählen können. 16. und letzte Frage. Was ist die Geschichte der Mechs, also der Roboter? Antwort: Die Mechs sind ein Überbleibsel der Koloniekriege. Ich habe ein Video zur Vorgeschichte von Starfield gemacht. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann checkt auf jeden Fall das Video gerne aus. Dort erzähle ich kurz und knapp auch über die Koloniekriege. Denn beide Seiten, DUC und das Freestar-Kollektiv, hatten damals Mechs. Doch das Freestar-Kollektiv haben diese gemeistert und konnten die besten herstellen. Doch nach dem Ende der Koloniekriegen wurden die meisten von ihnen verschrottet. Und an dieser Stelle geben die Entwickler auch einen kleinen Hinweis. Es könnte ja sein, dass es einen Mech-Kriegsschauplatz gibt. Aber er hätte den Hinweis nie gesagt, sondern nur geschrieben. Wenn das kein toller Hinweis für uns ist, mal die Augen aufzumachen und vielleicht finden wir ja einen Krieger-Mech und können den reparieren. Spannende Sache. Was haltet ihr von der Q&A-Fragerunde? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch eure Meinung ist mir wichtig. Also lasst die Tasten glühen und rein damit in die Kommentare. Mein besonderer Dank geht an meine Kanalmitglieder. Ihr haltet den Laden als Master und Commander hier am Laufen. Danke für eure Treue und euren Support. Semper Fi, euer Fuma.